Ja, vielen Dank, Conny, meine sehr verehrten Damen und Herren. Erstmal, hier sagt man, glaube ich, Grüß Gott. Bei uns in Norddeutschland sagt man Moin. Und zwar nur einmal. Wer Moin Moin sagt, gilt bei uns in Norddeutschland schon gleich als Schwätzer. Und deswegen will ich gleich dazu sagen, also ich bin ja erkennbar hier nicht in Deutschland geboren, aber ich fühle mich hier sehr zu Hause und deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier eingeladen bin und auch mal wieder in Deutsch sprechen darf. Ich werde also alles in Deutsch machen, auch versuchen, möglichst auf so englische Mixwörter dann zu verzichten. So, ich bin gebeten worden, so eine kleine Einleitung zu bringen, aufbauend auf das, was Conny gesagt hat. Und ja, fangen wir mal an. Als Deutscher und Europäer, finde ich, kann man sich für das Jahr 2019 schon ein paar Gedanken machen. Was passiert? Wie geht es weiter? Und klar, wir alle haben es gesehen, es gibt eine kleine, große Auseinandersetzung zwischen den USA auf der einen Seite und den Chinesen auf der anderen Seite und dazwischen in der Mitte, da ist Europa, da ist Deutschland. Und wie heißt das schöne afrikanische Sprichwort? Wenn zwei Elefanten sich streiten, dann stirbt das Gras und da sind wir dann in der Mitte dazwischen. Was mich immer wundert, wenn man so durch die Welt reist, ist, das sehen Sie mir bitte nach, mit welcher manchmal Ignoranz, vielleicht auch Arroganz, viele in Europa, auch in Deutschland, auch in den Medien, den amerikanischen Präsidenten betrachten. Ich meine, zugegebenermaßen, der ist total anders als Politiker, so wie wir sie kennen. Solide, souverän, was auch immer. Der redet anders, der handelt anders, der hat aber auch einen anderen, jetzt muss ich doch mal ein Wort nutzen, Impact. Und trotzdem machen wir uns drüber lustig. Was hat man nicht alles gehört? Da hat man schon gesagt, mit unseren Maßstäben, wenn wir ihn messen würden, der wird niemals Kandidat werden. Und er ist Kandidat geworden. Wir haben gesagt, mit unseren Maßstäben, so wie Politiker sind, der wird niemals gewählt werden. Der ist gewählt worden. Dann hat man gesagt, sobald er im Amt ist, dann hat ihn das Parlament wieder eingefangen, das Ministerium oder das Weiße Haus hat ihn eingefangen, nichts ist passiert. Dann hat man gesagt, das, was der gesagt hätte, das hätte uns schon zweimal den Kopf gekostet und trotzdem ist er immer noch im Amt. Da war immer der Wunsch der Vater des Gedankens. Das hat nie funktioniert. Das Schlimme daran ist, dass man zwei, aus meiner Sicht, wesentliche Dinge übersieht. Nämlich das Erste, der hat ein klares Prinzip. Das, was ihn zum Erfolg gebracht hat und das, was vielleicht andere Vorgängergenerationen von Politikern so ein bisschen verhunzt haben, nämlich wieder Vertrauen herzustellen, indem man vor der Wahl Dinge verspricht und sie nach der Wahl einhält. Das klingt super simpel, ist etwas schwieriger in der Umsetzung, ich kann ein Lied davon singen. Aber wenn man das macht und mehrfach, dann kann man wieder Vertrauen zurückbringen. Und das ist im Prinzip das, weshalb viele Menschen den Trump gewählt haben. Und das erklärt auch, warum er so vehement versucht, seine Ziele, seine Versprechen umzusetzen. Das ist nicht nur die Steuerreform im Guten, sondern auch diese Mauer. Der will nicht die Mauer umsetzen, weil er die Mauer unbedingt haben will, sondern er will die Mauer unbedingt haben, weil er damit seinen Wählerinnen und Wählern sagen kann, guck, versprochen gehalten, ich habe geliefert. Und das Zweite ist, auch wenn er wirklich chaotisch manchmal wirkt und alle ein ganz komisches Bild von ihm haben, persönlich bin ich tief davon überzeugt, dass dahinter eine klare Strategie steht. Wenn man sich anguckt, was alle seine Äußerungen sind, was er alles für Systeme angegriffen hat, dann wird man feststellen, dass er im Prinzip alle multilateralen Vereinbarungen und auch Organisationen in Frage stellt, aushöhlt und im Prinzip möglichst klein machen will. Warum? Weil genau diese multilateralen Vereinbarungen, Institutionen, UN, WTO, Internationaler Gerichtshof oder auch NATO, immer dazu dienen, den Schwächeren ein bisschen zu helfen, damit sie auf gleicher Augenhöhe sich mit den Stärkeren auseinandersetzen können, also so etwas herzustellen wie fairen Wettbewerb. Und das ist immer Interesse aller, nicht ganz so starken, aller Schwächeren, aber es ist nicht im Interesse des Stärksten. Der stellt sich die Frage, wieso soll ich eigentlich meine Ressourcen dafür ausgeben, und die der Menschen, die mich gewählt haben, damit die anderen stärker werden, womöglich einen besseren Wettbewerb liefern können und uns dann überholen. Und das erklärt, dass er all die Dinge, die uns diesen Wohlstand möglich gemacht haben, momentan massiv in Frage stellt. Und wenn man beides zusammennimmt, einmal den Plan, den er hat, und die Vehemenz, mit der er diesen Plan verfolgt, dann ist das nicht ganz ungefährlich. Mein Papa hat immer gesagt, gefährlich wird es dann, wenn die Dummen fleißig werden. Und so ein bisschen ist das so. Der hat ein Ziel, das gefällt uns nicht, aber das verfolgt er wahnsinnig energisch. Und wenn er damit Erfolg hat, dann sind wir diejenigen, die darunter zu leiden haben. Und die Chinesen haben das witzigerweise schon längst erkannt.
Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Es gibt ja nicht nur Winter-Davos, es gibt ein sogenanntes Sommer-Davos, das findet immer in China statt. Da kommt dann der Premierminister Li Keqiang und der redet dann immer. Politiker reden manchmal gerne lange, so eine Stunde ist da nichts. Und das letzte Mal hat er über eine Stunde geredet, aber nicht mit einem einzigen Wort die Agenda 2025 angesprochen. Die eigentlich sagt, wir wollen die führende Nation werden im Bereich künstliche Intelligenz, Elektromobilität, Robotics und all was dazugehört. Warum nicht? Weil die erkannt haben, wir wollen den da jetzt nicht groß provozieren. Gehen wir mal ein bisschen auf Neudeutsch low-key. Klar, das ist ein Land, das hat gelernt, in Dynastien zu denken und nicht in Legislaturperioden. Die sagen sich, die letzten 3000 Jahre, die wir so kennen, da waren wir Weltmacht. Die letzten 500 Jahre haben wir eine kleine Schwäche gehabt, da kommen wir aber wieder zurück. Da kann man gerne auch mal 6 Jahre warten. Und das machen die auch. Die reden übrigens auch jetzt schon von 6 Jahren, nicht nur von 4 Jahren überwintern. Und es stimmt auch. Wie oft waren Wirtschaftsdelegationen, und ihr wart alle bei welchen mit dabei, zum Beispiel in China. Da haben wir in den Ministerien gesessen, an so einem großen Tisch, uns gegenüber gesessen. Ich darf das als Asiate sagen, wir haben uns angelächelt. Das macht man so. Man hat genickt, man hat Zustimmung signalisiert, man ist rausgegangen und ist nichts passiert. Es gibt auch einen Fachbegriff dazu. Das heißt folgenlose Zustimmung. Das haben die perfektioniert. Und so ist das über Jahre gewesen. Meine Vorgänger haben das erlebt, meine Nachfolger haben das erlebt. Und jetzt ist das erste Mal jemand da im Weißen Haus, der sagt, oh, das mache ich gar nicht. Ich setze mich gar nicht mit dir zusammen. Ich fange erstmal an mit 200 Milliarden Strafzahlung. Customs Terrace. Wir spielen mal Hardball. Und dann setzen wir uns mal zusammen und gucken, was da rauskommt. Und Wunder, genau das passiert. Die sitzen jetzt erstmalig zusammen, jetzt werden über Dinge verhandelt, da hätten wir nicht von geträumt. Intellectual Property, selbst Human Rights wird andiskutiert, Joint Venture Pflicht, Finanzinstitute in China, all das ist plötzlich möglich. Was ich damit sagen will ist, man mag es gar nicht glauben, man muss ihm auch dafür nicht öffentlich dankbar sein, aber es entsteht jetzt so etwas wie erstmalig eine Chance für substanzielle Verhandlungen. Es muss dann nur jemand geben, der das erkennt und der diese vorhandene Chance nutzt. Und schwupp, schon bin ich bei uns, Deutschland, und auch, die Älteren werden sich daran erinnern, ein starkes gemeinsames Europa. Das wäre jetzt die Rolle für die Europäische Union. Es sagen immer alle, wir brauchen ein großes europäisches Projekt, machen dann einen Schüleraustausch, super. Oder bauen eine Umgehungsstraße in Wilkatscheure, da steht dann finanziert mit EU-Geldern. Auch das wird die Menschen nicht begeistern. Aber meine Idee ist für 2019, so mal als Ausblick, da steht man, wie so Politiker sagen, so am Scheideweg, entweder wir machen gar nichts, lassen zu, dass die Amerikaner jedem einzelnen Land auch innerhalb der EU ein Angebot machen, auch einzelnen Firmen, wir haben das gesehen bei der Automobilindustrie, lassen uns da auseinander dividieren und immer kleiner machen und wer sich klein macht, wird irgendwann auch dann verspeist. Wir können auch auf die Chinesen reagieren und sagen, ja, also wenn die jetzt alle staatlich werden und alles verstaatlichen, staatlich subventionieren oder Staatsunternehmen haben, dann machen wir das auch. Habe ich auch gerade gelesen. Bin ja jetzt in der Schweiz, aber ich lese auch manchmal deutsche Zeitung noch. Industriepolitik oder wie auch immer das heißt, wir hören das ja nach einer von der Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Man verteidigt doch nicht seine auch ökonomischen Werte, Prinzipien, indem man sie über Bord wirft. Aber genau das passiert jetzt, weil man sagt, na, wenn die das machen, dann machen wir das auch und schwuppdiwupp haben wir Protektionismus, Staatswirtschaft und all das, was eben nicht den Wohlstand gebracht hat, den wir gesehen haben, sondern das Gegenteil von dem. Jetzt könnte Europa mal Farbe kennen. Einmal könnten sie überall da einspringen, wo die Amerikaner sich zurückziehen, aus Handelsabkommen, TPP und andere, könnten mit dabei sein. Die suchen händeringend einen Partner und wollen nicht nur die Chinesen haben. Die Amerikaner sind nicht da, aber Europäer sind auch noch nicht da. Da könnte man zum Beispiel hinreisen, wenn der Flieger fliegt. Und man könnte seinen Einfluss als drittstärkste Wirtschaftsregion in der Welt, und wir haben eben die Charts ja gesehen, auch dafür nutzen, um jetzt wieder den Verhandlungsspielraum, die Verhandlungsmöglichkeiten, die ich eben angedeutet hatte, auch wirklich zu nutzen, zu vernünftigen Gesprächen. Nicht selber zu verstaatlichen, sondern zu sagen, warum kommen wir nicht mal wieder zu vernünftigen Welthandelsgesprächen, zu kartellrechtlichen Fragen. Wir haben eben die Größenordnung gesehen. Kartellrecht war früher eines der schärfsten Schwerter der Welt im Bereich des Wirtschaftsrechts. Es gibt natürlich kein globales Kartellrecht. Man muss darüber reden. Es gibt auch keine Beihilferegeln
auf internationaler Ebene. Und dann kommt man auf so eine Idee, na, wenn die ihre Unternehmen finanzieren, dann müssen wir sie eben auch verstaatlichen. Ich habe mal in Vietnam einen Ehrendoktor gekriegt für Wirtschaft einer sozialistischen Universität. Der Vorsitzende einer liberalen Partei, Wirtschaftsminister in Deutschland, kriegt von der sozialistischen Universität einen Ehrendoktor in Wirtschaft. Wenn das heute passieren würde, meinem Nachfolger, also, könnte ich es ja verstehen. Ich habe die dann aber gefragt. Nein, habe ich nie gesagt. Ich habe die dann gefragt, wieso macht das? Hat er also, dass du jetzt was über Toleranz von uns lernen musst, ist auch witzig. Aber wir akzeptieren einfach, du kommst woanders her. Witzig, ich komme ja von da. Aber von der Grundhaltung her. Und das akzeptieren wir. Was wir nur uns auch wünschen würden, ist, dass du auch akzeptierst, wo wir herkommen. Also wenn Europa sich schon global einmischt, dann indem man vielleicht auf gemeinsame Regeln sich einigt, weltweit, aber akzeptiert, dass andere Nationen, andere Kulturen auch eine andere Entstehungsgeschichte haben und dass man unser Gesellschaftssystem, auch unser politisches System, denen nicht sofort aufzwingen kann. Das schreckt die eher auch ein bisschen ab. Und wenn man als Liberaler sagt, und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit, guckt euch mal den Sozialismus an, das ist nicht gut, das gibt nur bessere Systeme, dann sagen die, pass mal auf. Wir verstehen, wo du herkommst. Aber der Sozialismus hat uns hier vor dem Kolonialismus befreit, hat den Imperialismus verhindert. Lass uns mal so leben, wie wir wollen. Und dann wird man da ganz still und leise und bescheiden. Also mein Wunsch für heute, und dann habe ich meine Zeit auch schon um, ich kann das hier sehen. Du bist ganz nervös, ne? Ja. Siehst so ein bisschen so aus. Alles gut. Jetzt die Chance nutzen. 2019, dass Europa ein schönes Projekt findet, was über Straßenbau hinausgeht, über Brexit-Diskussionen und andere Fragen und diese Rolle annimmt. Auch mal Führung zeigt. Und da erlaube ich mir das schon, dass da auch Deutschland als eines der wichtigeren Länder innerhalb der Europäischen Union auch mithilft, Führung zu zeigen. Die Deutschen, und hier sind ja auch viele Gäste mit dabei, sind hoch anerkannt, weltweit. Natürlich aufgrund der Exzellenz ihrer Produkte und Dienstleistungen, außer Flugzeuge, Panzer, Hubschrauber und Dienstmaschinen, aber vor allem sind sie beliebt aufgrund der Art und Weise, wie man auf andere Gesellschaften zugeht. Egal wie groß oder klein, immer auf gleicher Augenhöhe. Und deswegen sind die Menschen auch bereit, mit uns zu reden und Dinge zu verhandeln und substanziell auch zu verbessern. Das ist mein Wunsch. Das ist nicht mehr meine Rolle. Ich bin nicht mehr aktiv in der Politik. Aber ich kann es mir ja von Ihnen wünschen. Und wir alle können unsere Möglichkeit nutzen, um die, die in der Politik sind, auch zu beeinflussen. Morgen haben wir ja auch einen eigentlichen Botschafter, die eigentlich keine Politiker sein sollen. Aber hier, wir haben einen ehemaligen Bundeskanzler hier. Und insofern ist das genau meine Ansage, mein Wunsch für 2019. Nochmals vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.